Liebe Freunde des KTV, herzlich willkommen zum Tagesthema. Beginnen wir es mit dem Regina Zöli. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Freu dich, du Himmelskönigin, Halleluja, den du zu tragen würdig warst, Halleluja. Er ist auferstanden, wie er es gesagt hat, Halleluja. Bitt Gott für uns, Halleluja. Freu dich und frohlocke, Jungfrau Maria, Halleluja. Denn der Herr ist wahrhaft auferstanden, Halleluja. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, durch die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, hast du die Welt mit Jubel erfüllt. Lass uns durch seine jungfräuliche Mutter Maria zur unvergänglichen Osterfreude gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Herr, gib unseren Verstorbenen. Wir gedenken unseres Herrn Pfarrers Hans Buschor und aller verstorbenen Bekannten und Verwandten. Gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen in Frieden. Amen. Heiliger Josef, Nährvater Jesu Christi und wahrer Bräutigam der Gottesmutter und seligsten Jungfrau Maria, bitte für uns und für die Sterbenden dieses Tages und dieser Nacht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum heutigen Tagesthema. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir dürfen heute einerseits den 7. Sonntag im Jahreskreis feiern. Und wir werden eingeführt in das Geheimnis der göttlichen Dreifaltigkeit. Wir glauben an einen Gott in drei Personen. Jede der göttlichen Personen ist einzigartig. Und durch das Zusammenwirken und das Handeln der jeweils göttlichen Person darf diese Einheit Gottes zum Ausdruck kommen. Der Sohn Gottes handelt immer ganz in Einheit mit dem himmlischen Vater und der Heilige Geist wird vom Sohn gesandt und geht vom Vater aus. Dies, so könnten wir meinen, seien Spitzfindigkeiten. Aber für unser Leben und auch für unseren Alltag ist dies bedeutsam. Denn es braucht dieses gemeinsame Zusammenwirken und Zusammenhandeln, damit unsere Gesellschaft, die Gemeinschaft, in der wir leben, Bestand haben kann. Und auch durch dieses Leben zu einem guten Ziel führen kann. So ist die göttliche Dreifaltigkeit eben auch für uns persönlich das vollkommene Beispiel, wie wir in einer alles übertreffenden Liebe zu handeln haben, die uns bereits in der göttlichen Dreifaltigkeit Vorbild ist und uns
als Vorbild auch dient. Neben dem siebten Sonntag im Jahreskreis dürfen wir heute aber auch einen Muttergottestag feiern, den wohl nur die wenigsten unter uns kennen. Es ist der 29. Mai, immer auch der Gedenktag unserer lieben Frau vom Wesmelin. Selbst in der Schweiz kennen viele diesen Ort kaum. Heute liegt das Wesmelin, wo das Kapuzinerkloster angesiedelt ist, in der Stadt Luzern. 1531 aber war dort eine Muttergotteskapelle, die im Laufe der Reformationszeit mutwillig zerstört worden war. Moritz von Mettenwil kam zu dieser kleinen Kapelle am Stadtrand am Pfingsttag 1531 und durfte in größter Bedrängnis die Gottesmutter Maria sehen. Die Stadt Luzern war von den reformierten Orten mit einem Salz- und Nahrungsmittelembargo versehen worden. Die Menschen litten Hunger. Und in dieser großen Bedrängnis und Not erschien Moritz von Mettenwil die Jungfrau Maria, dort, wo heute das Kloster der Kapuziner steht. Diese Erscheinung wiederholte sich am nächsten Tag. Die Menschen in Luzern, die Bevölkerung in Luzern sah sich bestätigt in der Treue zu ihrem katholischen Glauben und bewahrten diesen auch. Trotz Embargo, trotz wirtschaftlichen Erpressungsversuchen. Am 31. Mai werden wir dann auch das Fest Maria, Mutter der schönen Liebe feiern. Es sind uns noch diese letzten Tage des Wonnemonats Mai geschenkt, an denen wir ganz besonders innig mit der Gottesmutter verbunden diese Tage in Erinnerung behalten wollen und uns durch diese besonderen Erscheinungen und das Einwirken Gottes durch die Gottesmutter Maria auch in unserem Alltag, in unserer Welt bestärkt, ermutigt und erfreut werden. Hören wir doch dazu ein kleines Gebet, ein Wallfahrtslied zur schmerzhaften Gottesmutter Maria. Lieber Herr Pfarrer Schuler, ich habe ein Wallfahrtslied zur schmerzhaften Gottesmutter. Am Berge steht ein Gotteshaus, der Schmerzensmutter hochgeweiht. Die Pilger ziehen ein und aus, zu suchen Hilf in Not und Leid. O schmerzensreiche Mutter mein, o lass mich dir empfohlen sein. Beschütze heut und alle Zeit mich und die ganze Christenheit. Gegrüßet seist du, Königin, Maria mit der Himmelskraul. O sei doch meine Mittlerin bei Jesus Christus, deinem Sohn. Und hast du kein Vater mehr und ruht im Grab das Mutterherz, du armes Kind, o komm hierher, Maria heilet deinen Schmerz. O Mutter der Barmherzigkeit, o Hoffnungsstern in Angst und Not, du meines Lebens Süßigkeit, sei auch mein Trost in meinem Tod. O schmerzensreiche Mutter mein, so lass mich dir empfohlen sein. Beschütze heut und alle Zeit mich und die ganze Christenheit. Amen.
Lob sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Mit dem Monat Juni werden wir eintreten in den Monat, der dem Heiligsten Herzen Jesu geweiht ist. Die Herz-Jesu-Verehrung wurde in sehr vielen Pfarreien etwas an den Rand gedrängt. Und trotzdem ist eben gerade die Betrachtung des Heiligsten Herzens Jesu die Mitte der göttlichen Liebe, die wir dort verehren. In sehr vielen Darstellungen des Heiligsten Herzens Jesu ist es Jesus selber, der uns das Herz reicht und hinhält. Diese bildliche Darstellung macht uns auf das aufmerksam, was wir eben auch im Empfang der Heiligen Kommunion erhalten dürfen. In den Untersuchungen der eucharistischen Wunder von Lanciano, von Liegnitz und von anderen Orten mehr wird überall durch die analytischen Wissenschaften bestätigt, dass diese Hostien, die sich zu Fleisch verwandelt haben, Herzmuskulatur, Gewebe eines Menschen ist. Wir empfangen also das heiligste Herz Jesu, wenn wir seinen Leib empfangen. Der Priester sagt, Leib Christi. Und der Gläubige antwortet darauf, Amen. So sei es. Dieses Amen ist eine Bestätigung aus dem Glauben heraus. Der Glaube aber ist unsichtbar. Eine unsichtbare Wirklichkeit. Wie können wir diese bestätigen? Heute sogar durch wissenschaftliche Untersuchungen, die nachvollziehbar sind, mit diesen analytischen Methoden, die die wissenschaftlichen Instrumente heute uns anbieten. So mögen wir gerade auch im Monat Juni, nachdem wir jetzt ganz besonders die Gottesmutter Maria betrachtet haben, uns dem heiligsten Herzen Jesu zuwenden. Am allerschönsten darf dies geschehen, wo wir in unsere Pfarrkirche gehen und einfach vor den Tabernakel sitzen oder knien und dort verweilen und uns in der Anbetung des allerheiligsten Altarsakramentes von Jesus ansprechen lassen. Selbstverständlich können wir auch unsere eigenen Gebete dort verrichten, aber auch einfach da sein, hören und darum bitten, dass wir verstehen lernen, was er von uns möchte, was er uns sagen will. Diese Anbetung wird uns helfen, eben auch diese Schwierigkeiten, die wir in unserem Alltag antreffen, wie wir es vorhin schön in diesem Muttergottesgebet gehört haben, zu Christus bringen zu dürfen, zu Maria bringen zu dürfen. Und so Mut zu empfangen, um Stärke zu empfangen, diese auch bewältigen zu können. So viele Unsicherheiten, die es heute gibt, so viele Probleme, so viele Bedrängnisse, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher Art, manchmal sogar religiöser Art. Wir wissen, dass wir zu Jesus und Maria kommen dürfen und ihnen all unsere Anliegen vor den Altar legen können. Dies ist eine Lebenskunst, die uns entlastet,
dass die ganzen Lasten eben nicht nur auf unseren Schultern liegen, sondern dass wir sagen lernen, Herr, du weißt, was für uns gut ist. Du möchtest uns zu einer vollendeten, erfüllten Liebe führen. Und diese Liebe betrifft alles, was wir als Menschen selber fähig wären, einander zu schenken. Wo wir uns eben eine solche Haltung der Liebe aneignen, wird diese alles übertreffen, was das menschliche Verlangen und Wünschen bereitstellen könnte. So gehen wir doch gleich in ein weiteres Gebet hinein. Es ist ein Lobpreis des heiligen Augustinus, den wir nun hören dürfen und mitbeten dürfen. Werter Herr Pfarrer Paul Schuler, ich habe ein Gebet. Herr, du bist groß und hoch zu loben. Groß ist deine Macht, deine Weisheit ist ohne Ende. Und dich zu loben wagt der Mensch, ein winziger Teil deiner Schöpfung. Der Mensch, der dem Tod verfallen ist, der weiß um seine Sünden und weiß, dass du dem Hoffärtigen widerstehst. Und dennoch, du selbst willst es so. Wir sollen dich loben aus fröhlichem Herzen, denn du hast uns auf dich hin geschaffen. Und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, vom heiligen Augustinus. Und ich danke, dass Sie unentwegt im Weinberg Gottes arbeiten. Danke, Herr Pfarrer Paul Schuler, Ihre Else B. Diesen Lobpreis Gottes, den wir anbringen dürfen, möge auch abgebildet sein in der Kirche. Wenn wir nun den nächsten Beitrag hören, so kommt uns auch diese großen Bedenken kommen uns auch entgegen. Das Volk Gottes wird immer Volk Gottes bleiben. Gehen wir hinein in diese Gedanken, was es bedeutet, ein von Gott geliebtes Kind zu sein, zur Familie Gottes zu gehören und dadurch eben auch Volk Gottes zu bilden. Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Schuler. Ich rufe aus Deutschland an. Sie haben heute Abend über den synodalen Weg gesprochen. Dieses Wort macht mir dermaßen Angst um unsere Kirche. Das ist eine Katastrophe. Und ich höre immer wieder das Wort, dass die Kirche keine Volkskirche mehr sein wird. Nach dem synodalen Weg. Aber was denn dann? Was soll sie dann sein? Ein weltlicher Verein oder wie man? Was haben die vor? Ich habe dermaßen Angst. Bitte, wenn Sie darüber sprechen können. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen am ganzen Team und dem ganzen Sender. Alles Liebe, alles Gute. Vielen, vielen Dank. Erlauben Sie mir, Ihrer Angst mit einem Wort zu begegnen, das uns so oft in der Heiligen Schrift begegnet. Fürchtet euch nicht. Oder dann im Matthäusevangelium, in seinem Schlussteil, ich bin bei euch alle Tage dieser Welt. Es ist Gott selber, der in unserer Welt wirkt und sein Volk, seine Gläubigen führt. Er führt uns durch diese Zeit hindurch, die schwierig ist. Gewiss, die bereits etwas Betagteren unter uns durften eine Kirche erleben, die geblüht hat, in der wir an Gottesdiensten teilnehmen durften, an Prozessionen und Wallfahrten, wo wir von ganzem Herzen beten und unseren Glauben leben konnten.
Der Glaube ist sehr in die Privatsphäre abgedrängt worden und wird heute in der Öffentlichkeit, im staatlichen Wesen oftmals an die Seite geschoben. Wir erleben dadurch eben auch die Folgen davon. Eine Gesellschaft, die sich auf rein menschliche Werte meint abstützen zu wollen. Und diese sind der Natur entsprechend eben unvollkommen. Und sie stehen im Widerstreit zueinander. Und gerade darum ist es wichtig, dass wir den uns vermittelten Glauben auch wirklich erforschen und die guten Grundlagen, die unveränderliche Lehre, die der Glaube uns bietet, dass wir an diesen auch festhalten. Oftmals meinen Personen leichter vorwärts zu kommen, indem sie die Gebote Gottes über Bord werfen und dadurch eben ein bequemeres Leben anstreben. Dies ist eine Täuschung, denn dieses Leben gerät dann immer mehr in den Widerstreit der menschlichen Mächte und Kräfte. Und die Unverbindlichkeit, die Haltlosigkeit, die sich dann einstellt, führt zu größtem Leid und zu großer Not, die sich bis in unsere Familien, bis auch in unser persönliches Leben eingeschlichen hat. Umso mehr braucht es die Unterscheidung der Geister, die eine Fähigkeit ist, die letztlich von Gott stammt. Eine Unterscheidung des göttlichen Geistes und des Ungeistes der Welt, wie es im 1. Korintherbrief 12,10 angesprochen ist. Wie können wir die Geister prüfen und uns auch selber prüfen, damit wir zu einer Erkenntnis der Wahrheit gelangen, die hält, die standfest ist, die das Gute unter uns fördert und auch Irrtum und Bosheit offenlegt, damit wir uns ganz bewusst entscheiden können. Der Lieblingsjünger Johannes schreibt folgendes Zitat, 1. Johannes 4, 1: Traut nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgezogen. Oder wir hören auch beim heiligen Paulus im 1. Korinther 2,12 folgendes Zitat: Wir aber haben nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Und auch der heilige Evangelist Lukas lädt uns dazu ein, Zitat: Ihr wisst nicht, wes Geistes Kinder ihr seid. Lukas 9,55. Oder dann im Thessalonicher Brief: Prüft alles und behaltet das Gute. Diese Fähigkeit der Unterscheidung der Geister kann uns von Gott geschenkt sein, ist eingegossen in uns durch die Gnade Gottes, oder sie kann auch erworben sein unter dem Beistand der Gnade. Erlauben Sie mir, dann morgen
in der Betrachtung, die uns etwas länger Zeit schenkt, auf die Unterscheidung der Geister und die Merkmale der Unterscheidung der Geister einzugehen. Es ist ein zu wichtiges Thema, das auch in verschiedenen Exerzitienreihen, unter anderem auch von Pfarrer Werner Fiem, getätigt wird, damit wir in dieser Welt uns ganz bewusst entscheiden können für das Gute, Wahre und Gerechte, das uns zu tun aufgetragen ist, damit wir zur Fülle, zur Vollendung der Liebe gelangen in Gottes Gegenwart. Da wünsche ich Ihnen nun alles Gute, Gottes Segen, viel Kraft und für morgen, dass wir diese Gedanken etwas weiterführen dürfen zur Unterscheidung der Geister. Sie können Ihre Fragen gerne anbringen auf der hier eingeblendeten Telefonnummer 083 85 394 999 33 oder in der Schweiz 071 588 09 25. Schließen wir doch diese Betrachtung mit einem Gedanken, der uns immer wieder beschäftigt. Gerade wenn wir für uns ganz alleine sind, dass wir die Geister prüfen wollen und in Dankbarkeit auch in dieser Zeit das Wirken Gottes immer wieder neu erkennen dürfen. Einen gesegneten Abend und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder zuschalten zum Tagesthema. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.